Well, it's about time someone recognized the need to throw us a party. Look, there's Rogue over in the VIP section. This is great und ich hab goldene Säbel. Hallo, Mädels. Mit Shampoos. Oh yeah. Hi, Deadpool. So I totally told her this wasn't gonna be a hot party, so she didn't come. Thank God, she's not cool enough to hang out with Deadpool. I know, I can't believe she has 2% body fat. I mean, really? Oh my God, this conversation is so cliche. No, right? We're so specifically written as female tropes, it's almost painful. La 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 la. La la la. He's dreamy. Mit Frauen geflirtet, 1 von 8. Okay, es geht also noch mehr. Das finde ich gut. Ich will flirten, ich will Ballons. Ballons ist gut, ja. Ja, cool. Warum nicht? Mind if I saddle up to this water hole? Ooh, I love it when you talk like that. Yes, now that's more like... What? I wasn't talking to you, jerk. Get away. Ah. Does this qualify as an Easter egg? With all the bunnies around here, I'd say yes. Für Easter Egg, da müsste eigentlich so ein bisschen mehr Geheimnis dahinter stecken. Das hier ist offensichtlicherweise eine Falle. Aber eine verdammt geile. Hi, name's Deadpool. Perhaps you've heard of me. Star of the game that you're currently in. Oh, yeah. Don't you have your own reality show? Yep, that's me. So, wanna make out? No way. Mann, seid ihr... zurückhalten. Das ist... Ach. Die Tusseln vor euch, die waren besser drauf. Why, hello, nurses. How are we today? Care for a drink? Hi, Deadpool. Nice muscles. I was gonna say that. Ladies, ladies, I don't mind repeat compliments. This party is awesome. Thank you, High Moon Studios. Wirklich, High Moon soll jetzt eine Party organisieren, wo wir ihm gerade erst Geld geschickt haben, das Spiel zu patchen? Nee, so doof bin ich nicht. Okay, wir haben noch. Haben wir dich? Ja, du siehst ja so einsam aus. So, if I flip a coin, what are my chances of getting tail? Awesome. Hi, will you help me find my lost puppy? I think he went into the cheap motel room across the street. The whole game should be just like this. Nicht das ganze Spiel, aber ein bisschen mehr könnte schon sein, da hast du recht. So, what are the chances I could get some play here? Ew, go away. We're not into dudes. Me neither, sweet cheeks. That means we got something in common. Tja, wie recht er hat. Warte, einer. Irgendwo fehlt noch ein Mädel, was ich ansprechen kann. Es ist wahrscheinlich nicht hier. Es ist auch nicht die einzelne. Muss ich noch einmal rumgehen. Mist, ich hätte einmal komplett runden drehen sollen. Da drüben ist noch. Scheiße, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, obwohl ich es in der letzten Folge irgendwo zusammengeschnitten hatte. Fuck! Welche war das nochmal? Domino has what she calls probability manipulation. I call it dumbass luck. She used to spend her time as a mercenary like me, which makes her even hotter. But now she works with the good guys like the X-Men. She'll come back. Domino, alias Nina Thurman. Domino ist das Ergebnis eines streng geheimen Regierungsprogramms, auch bekannt als Projekt Armageddon, bei dem versucht wurde, den perfekten Supersoldaten zu erschaffen. Jedoch wurde Dominos neue Fähigkeit als Fehlschlag interpretiert, weswegen sie fliehen musste. Der korrekte Name für ihre Mutantenkraft lautet Wahrscheinlichkeitsmanipulation. Sie kann die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen unbewusst psionisch zu ihren Gunsten beeinflussen, was für andere so aussieht, als hätte sie immer unglaubliches Glück bzw. ihre Gegner ständig Pech. Ein einfaches Beispiel hierfür wäre Maschinengewehrfeuer, dem sie ausweichen kann, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Allerdings muss Domino sich der Gefahr bewusst sein und aktiv handeln, damit ihre Fähigkeit aktiviert wird. Wenn sie nicht versucht, dem eben genannten Kugelhagel auszuweichen oder ein versteckter Scharfschütze auf sie schießen sollte, kann ihr Glück sie nicht retten. Hinzu kommen außerdem noch ihre Ausbildung in mehreren Kampfsportarten sowie der Umgang mit diversen Feuerwaffen, was natürlich beides durch ihre Mutantenfähigkeit noch verstärkt wird.
Für Wurm. Nein, Wurm will ich gerade nicht gucken. Moment. Außerdem, ich habe den Sound nicht wieder angeredet, Idiot. Genau. So, welche war das nochmal? Psylocke? Glaub schon. Oh mein Gott, wirklich? Wirklich? Solche Mucke? Oh. Oh, I love this song. Get your booty on the dance floor. So sexy. Hey, isn't that Gambit? What the heck is he doing here? Trying to muscle in on our action? What a card. Ich hab mich sowieso schon gefragt, was Gambit hier macht, aber okay. Wir werden es wohl nie herausfinden. Hi. Genau, wir haben noch ein paar Poolgespräche vielleicht offen. Wie sieht es mit dir aus? Kein Pool. Ach komm schon, Ladies. Er gönnt sich auch erstmal einen schönen Drink. Oh, und Vertigo spielt schön Volleyball. Ah, das ist das Paradies, Leute. Das ist einfach das Paradies. Und du? Du willst gar nichts. Na gut. No one gets in and they're not on the list. Bist du wirklich mit der Party fertig? Oder X? Nein. Easy there, Captain. Pants. We got some ladies to woo first. Ich hab doch noch nicht mit allen geflirtet. Wer fehlt denn noch? Oh! Ich will mit allen Weibern flirten. Ich weiß, ich kann. Ich werde im Spiel auch garantiert nicht nochmal die Gelegenheit dazu kriegen. Also muss ich jetzt das ausnutzen. Wer fehlt denn noch? Ihr nicht. Du nicht. Kann ich hier rumgehen? Nein, hier kann man nicht rumgehen. Ich will doch nur ein ganz bisschen flirten. Und ficken. Das habt ihr nicht gehört. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die sind so ein bisschen viele dasselbe Gesicht, ne? Liebe High Moon Studios, hättet ihr nicht mal ein Gesicht mehr einbauen können? Ganz ehrlich. Oh ja, da ist es ein anderes. Nein, das ist nicht das andere, das ist nur eine andere Haarfarbe. Schade, das war's schon. Oh, na gut. Wenn ich hier sonst nichts weitermachen kann. Kann ich singen? Warum kann ich nicht singen? Deadpool will doch gar nicht singen. Na gut. Dann gehe ich halt mal hier weiter. Ja, ich bin fertig. Obwohl, kann ich mit ihr flirten? Nee, hier ist eine unsichtbare Mauer hinter Blockbuster. Bro! Deadpool? What are you? Don't waste your time with her. Oh, Daddy likes. Just wait, honey. I'm about to blow you away. What the hell? You mean this whole party was just in our head? Surprise! Huh? Sinister's got plans for you. Hey, let me go! Deadpool! Oh man, ihr seid echte Spielverderber, wisst ihr das? Und was sind das bitte schön für Tossen? Oh, okay. Ihr habt so... Was bist du denn für ein Riesenguffelkerl hier? Ihr seid echt zu groß. Einfach zu groß. Also, die Tussen sind ja ganz okay, aber ich habe nichts übrig für lange Lulatsch-Kerne hier. Ganz ehrlich. Okay, Moment mal, das regeln wir anders. So. Oh. Jetzt kommt der Kerl wirklich aus der Mauer raus? Dagegen habe ich was. Kollege, komm aus dieser Mauer raus. Du hast da drin nichts verloren. Du erst recht nicht. Wo ist er hin? Eine Etage tiefer. Wow, du bist echt beeindruckend, Kollege. Tja. Geh, das Reinigungskommando. Hallo, Reinigungskommando. Huhu. Wollen wir eine Runde Poker spielen? Ich habe 5 Asse. Ich glaube, ich habe gewonnen. Also das müssen wir nochmal üben mit der Falle. Das war eine gute Falle, das will ich nicht sagen. Also die war echt gut gestellt. War mir auch nicht. Oh, es gibt jetzt einen Finisher. Sehr schön. Komm, lass mich rein. Lass mich. Hey. Hab gesagt, lass mich rein. Und hört auf, von oben auf mich runterzuschießen. Das ist echt...
Entschuldigung. Echt nicht fair. So. Rums. Jetzt haut er auch noch ab, während ich ihn gerade killen wollte. Meine Güte. Aber Deadpool hat recht. Ho, ho, ho ist angebracht, weil das Weihnachten. Nur noch ungefähr einen Monat. Hey. Jetzt fangt er schon wieder mit dem Scheiß an. Und diese... Oh, meine Güte. Ich bin gerade echt sauer. Hör auf! Mistkerl. Muss auch meine Pistolen wieder mal benutzen, weil ich so wenig Munition habe. Das ist gar nicht gut. Und vor allem dauert es eine halbe Ewigkeit, bis wir hier mal durch sind. Oh, Mann! Zu nah dran am Geschehen. Okay, jetzt reicht's. Rums. Ihr habt so gewollt. Ihr wolltet es so. Ihr bekommt's. Jetzt geht auch noch der Momentumangriff daneben. Meine Güte, ich bin heute gerade echt in vokaler Laune. Dabei habe ich gerade weniger getrunken als in der letzten Monster Girl Quest Aufnahme. Wer noch nicht Monster Girl Quest gesehen hat, die letzte Aufnahme, der soll das gefälligst gucken. Da habe ich, glaube ich, 6 Bier hinterher gehabt oder sowas. Das war nicht mal mehr witzig. Doch, Alkohol ist schon witzig. In der Menge. Aber dann hätte Nico ja auch so viel trinken müssen. Das war echt unfair. So, wo ist der Knopf da? Natürlich. We need to reconnect that wire somehow. Oh, ich habe da eine ganz tolle Idee. Moment. Moment, wo war ich nochmal? Ach ja, genau, ich wollte euch jetzt kurz töten. Und dann wollte ich ein Kabel neu verbinden. Ah, ihr seid echt nicht die Freunde von mir. Denn ansonsten würdet ihr schneller sterben, mir den Gefallen tun. Ich muss meinen Schaden mal ein bisschen erhöhen. Ich wollte nur wissen, ist der Kalz in die Wand abgehauen oder ist alles okay wieder? Scheint alles okay zu sein, Moment. Kann ich nicht noch irgendwie meine Size verbessern? Die sind zwar cool, aber... Neuer Momentumangriff. Hämmere K für die Treffer. Das ist eine gute Idee. Aber hier, nehmen wir doch mal ein bisschen Blutungsschaden mit. Warum denn eigentlich nicht? Das ist zu teuer, ne? Ja, da fehlen mir 30k. Na gut. Wir wollen etwas verbinden. Ich würde sagen, da ist Deadpool perfekt geeignet als Leiter. Ich glaube, da hast du Unrecht, Deadpool. Mir wird's nicht sehr viel wehtun. Darn near killed him. Wrecked him. Darn near killed him. Ah, talk about breaking the suspension of disbelief. What the fuck? I don't trust guys with porno mustaches. Nicht zu Unrecht. Where do you suppose Blockbuster took Rogue? Maybe he's trying to make her fall in love with him. Would never work. His aftershave is repugnant. Yeah, you're right. He's probably just gonna torture her and kill her. Naja, bei dem Gestank wird es sicherlich ziemlich schnell gehen. Look at that swagger. That... Hey. Aber wenigstens kann man die Kerle in der Luft doch ganz gut ausschalten, wenn sie nicht zu hoch sind. Könnt ihr mal aufhören, eure Schnodder auf mich zu schießen? Das ist weder lustig, noch fair, noch macht's mir Spaß. Wo ist der Kerl? Da ist der Kerl. Dankeschön, endlich. Noch jemand? Ja, du bist noch jemand, hallo. Möchtest du auch noch eine Runde? Boah. Okay, die Typen haben sich gerade offiziell zum noch nervigeren Gegner als diese komischen Schwebefuzzis gemustert, gedingst. Und ich hätte nicht gedacht, dass das geht, ganz ehrlich. Ich habe die schon extrem nervig gefunden.
Mann, ist das riesig. Das dauert... Also, dieses Areal hier mit Gefängnis, das dauert ein bisschen zu lange, finde ich. Das Ende ist nah, ja. Dann bringen wir es mal zu Ende. Oh, Tacos. Tacos sind immer gut. Oh, Leute, bitte denkt euch mal was anderes aus. Irgendwann wird es auch mal langweilig. Hör auf zu blocken, du Penner! Now that was a firefall. Ach, Leute, bitte! Ihr werdet echt öde. Vor allem, die können sich mit ihrer Animation vor mir verstecken, bevor ich sie wegnatzen kann. Das ist extremst nervig. Whoop-de-doo! Was willst du von mir? Ich heiße nicht Deadpool. Ich heiße Anachon. Aber vielleicht meinst du ja meinen Freund hier. Der heißt Deadpool. Smells like our bathroom back home. It smells like poo. Bleh. Danke für die Information. Ach du Heiliger. Hey, there's Rogue. Okay, so we need to get our ass across this river of shit somehow. Any ideas? Think, think, think. Wait, do that again. Do what? That. Oh. We can use our bubbles to jump across. Well, isn't that handy? I love it. Oh my. Das war geil. Okay, die Idee ist so genial. Die verdient einen Applaus. Die verdient einen Applaus. Wenn nicht von mir, von wem dann? Kein anderer wird dem sicherlich so applaudieren. So cool. Uppala. Die Rampe habe ich nicht gesehen. So cool, wie ich applaudieren kann während eines Spiels. Es gibt so viele Waffen in diesem Spiel und die sind so arschteuer, dass es mich ehrlich gesagt nicht wundert, dass man an einigen Passagen sich das die Spielwährung so exploiten kann. So mit dieser komischen Helikopterpassage, von der ich einmal erzählt habe, dass man da so viele Punkte bekommen kann, wie bis zum geht nicht mehr. Nee, da gehe ich nicht hin, Leute. Ich habe keinen Bock, in Scheiße zu ertrinken, ganz ehrlich. Um das Spiel hier alles freizuschalten, muss man auf jeden Fall zweimal spielen. Und ich. There is a lot of sewage down here for one prison. I mean, really? Nah, not really. Ich meine, das Spiel ist nicht wirklich prädestiniert, um zweimal durchgespielt zu werden. Es ist gut, aber. Nee. Es ist nicht wirklich dauerhaft trächtig. Möglich spielbar. Wo soll ich lang? Jetzt sagen wir nicht, ich muss darüber. Och nö, oder? Ich muss nicht wirklich da. Na gut. Wenn ihr meint, dass ich unbedingt über Scheiße hüpfen muss, dann kann ich ja einfach Obamas Wirtschaftsreform da rübernehmen. Nee, der war doof. Den hätte ich besser aufbauen sollen. Entschuldigt. Ach. Ich muss meine Witze im Kopf ein bisschen früher planen, damit sie passen. Hey du stinkst. Der hat gesessen. Oh, wo ist der Kerl? Halt die Klappe, du da in der Mitte. Halt die Klappe, du da in der Mitte auch. Weißt du, es stört mich nicht mal, wenn du mich so anballerst, ganz ehrlich. Weil die Schüsse, die du machst, die machen nicht mal genug Schaden, um mir ernsthaft gefährlich zu werden. So. Wir sind alle Pawns in dem Game of Life. Oh, Joy! Bullets! Auf einen philosophisch hochqualifizierten Satz folgt der nächste. Nicht. Oh Mann, und ich habe dieses Spiel schon bei Timon und Pumba gehasst. Oh, the smell. Do not open our mouth. Ach, die Dinger kann man in die Luft jagen. Ich hoffe, jetzt kommen keine Gegner. Und ich warte mal ganz kurz, bis ich wieder ein wenig mehr Leben habe. Tödliche Scheiße, wer hat's gedacht?
Na gut, wenigstens komme ich voran. Das ist schon mal ein Vorteil. Hallo! Wirklich? Nur zwei von der Kategorie? Please, bitch. Please. Was haben wir denn da? Granaten? Oh, ich muss mehr Granaten nutzen, verdammt nochmal. Das hatten wir ja schon mal, ne? Ja, ich kann die Anzahl der Granaten per Upgrade erhöhen. Aber leider kostet mich das wahrscheinlich mehr Punkte, als ich gerade zur Verfügung habe. Sag mal. Aber sonst geht's hier noch ganz knorke, ne? Ja. Momentum! Gott! Was machst du denn jetzt schon wieder hier unten? Ja, das ist eine gute Idee. So, mit Momentum und Granaten geht's definitiv schneller.